Also zuerst einmal danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich finde es fantastisch, jetzt nach anderthalb Stunden überhaupt die Muße aufzubringen, zuzuhören, die eigenen Gedanken, die Gedanken von Einzelnen. So? Ja, noch danke. Besser? Okay. Gut. Wegen dieser Geschichte mit den Aluhüten, ich war letzten Montag da. Da habe ich das erste Mal gesehen. Und ich wollte einfach nur einmal einen Gedanken dazu anbringen. Ich denke, ich war immer in den letzten 43 Jahren, naja gut, okay, nehmen wir die ersten 3-4 Jahre mal aus, aber ich war immer stolz, ein Österreicher zu sein. Und gerade in den letzten Jahren, ich bin seit 14 Jahren mit einer wunderbaren Frau zusammen, die aus Deutschland, aus der ehemaligen DDR kommt, habe ich natürlich über die Gespräche auch ganz andere Systeme kennengelernt. Es war enorm interessant für mich, einmal zu erleben und in stundenlangen Philosophierereien mitzubekommen, wie ist es in anderen Systemen. So, ich habe eins kennengelernt, wir in Österreich haben sowas wie Meinungsfreiheit. Wir haben sowas wie, wir dürfen uns trauen, etwas zu sagen, ohne dass wir dafür verurteilt werden. Und das... Ich würde jetzt einmal sagen, ich akzeptiere es noch nicht, dass es eine Lüge ist. Du hast das noch nicht erlebt. Aber die Realität zeigt uns... Ja, pass auf. Die Tatsache ist, dass ich es äußerst unangenehm empfinde, und deswegen bin ich auch da, als äußerst unangenehm empfinde, wenn ich von einem System, ob dieses System jetzt junge Linke oder alte Rechte oder irgendwie lila blassblau heißt, wenn ich von einem System gezwungen werde, eine so komplexe Welt, wie wir sie haben, eine so komplexe Gesellschaft, wie wir sie haben, mit so vielen Kulturen, dass ich gezwungen werde, plötzlich in Schwarz-Weiß denken zu müssen. Ich will für mich nicht akzeptieren, dass ich einen Menschen, der so viele Facetten und so viele Meinungen an sich hat, auf ein Wort oder auf einen Satz zusammen reduzieren soll. Weil vielleicht in einer Emotion etwas gesagt wird, was halt so raussprudelt, wo man da vielleicht nicht so genau drüber nachdenkt, was man aber relativieren kann. Und das will ich nicht akzeptieren, aus dem Grund ein Aufruf, Sie sind zwar nicht mehr da, aber vielleicht sieht man ja dann möglicherweise auch das YouTube-Video, ein Aufruf an die ganzen Herrschaften, die dann immer wieder schauen, welche Hintergründe hat die Quelle, die man jetzt zitiert hat. Mein Aufruf wäre, wenn ich einem Grünen oder einer Partei, sagen wir jetzt einmal generell, einer Partei zuhöre, wenn ich da jetzt einmal zuhöre und ich entdecke eine Aussage und ich höre eine Rede, die mir gefällt, wo ich einfach sage, hey, super, ja, passt, da ist was dran. Und dann höre ich vielleicht einen Roten zu und denke mir, Mensch, ja, hat auch was, ist auch nicht blöd, macht ja seine Gedanken dazu. Oder einen Blauen, oder einen Schwarzen, oder ganz egal jetzt, einen Verein. Dann will ich einfach die Freiheit und auch den Respekt verspüren von anderen Seiten, wenn ich einfach dazu stehe und sage, wow, das taugt mir, so wie da, das ist eine Bewegung, das ist spitze und ich darf dem zustimmen, weil mir die Aussage gefällt. Ganz genau, ganz genau. Da gibt es enorm viel Frustpotenzial, das ist mir klar. Da gibt es. Schauen wir uns die Sachen gleich an, also keine Sorge, das ist nicht die Rede. Ich habe nur was mitgenommen, das hat mich heute zutiefst schockiert, aus dem Grund habe ich es einfach einmal mitgenommen, um das zu zeigen. Vielleicht jetzt einmal zu meinen Gedanken. Ich meine, bis vor kurzer Zeit, bevor diese Geschichten am Maidan losgebrochen sind, war ich noch in meiner heilen Welt. Natürlich habe ich meinen Frust gehabt, hin und wieder, und man hat auch irgendwo mit seinen Freunden gesprochen und gesagt, na, das ist scheiße und das rennt eigentlich nicht so gescheit. Aber die Welt war in Ordnung. Meine Frau hat etwas mehr Zeit wie ich, im Internet zu recherchieren,
sich Dinge anzuschauen. Und Gott sei Dank hat sie diese Zeit. Ich drehe im Radl, arbeiten, Geld verdienen. Und meine Frau kommt dann wiederholt zu mir und sagt, du Martin, das ist ein Wahnsinn. Wir leben nicht mehr in einer Demokratie. Das ist keine Demokratie mehr. Und ich hab stundenlang mit ihr philosophiert und hab versucht, es zu relativieren. Und hab gesagt, mein Österreich, keine Demokratie. Nein, entschuldige, das sind alte Muster aus der DDR. Ja, sie hat allerdings dann auch eines gemacht. Sie hat natürlich dann nicht locker gelassen. Und irgendwann stolpert sie natürlich dann auch anlässlich der Ukraine-Krise über den KenFM. Und ja, ich habe mir gedacht, na, schaust du mal. Und ich habe mir verschiedene Interviews angeschaut. Und dann hat es einen Zeitpunkt gegeben, der hat mich wachgerüttelt. Der hat mich wirklich wachgerüttelt. Das war unglaublich überraschend für mich, mit was für einer Lawine und mit was für einer Intensität dann plötzlich eine Propaganda über uns zusammengeschwappt ist, wo ich mir gedacht habe, so, hoppala, was passiert denn da jetzt eigentlich? Ich habe angefangen zu recherchieren und Antworten auf Fragen zu suchen, die mich irgendwo plagen. Ich meine, ich bin ein Kopfmensch, ich bin jetzt nicht so der Emotionale, der jetzt da sofort aus dem Bauch raus sagt, wow, alles scheiße und wir müssen es sofort ändern und das System. Nein, überhaupt nicht. Mir geht es viel um Lösungen, mir geht es darum, dass ich weiß, wie komplex die Situation mittlerweile schon ist. Wir sind in einer globalisierten Welt und man kann natürlich nicht so von heute auf morgen sagen, na, dann tun wir halt das Geld weg oder die Zinsen weg oder irgendwas weg. Ja, weil es hat ja natürlich Auswirkungen und auch das hat mit Verantwortung zu tun. Aber ich habe mir mal verschiedenste Interviews angeschaut, habe alternative Medien gelesen, habe mit Facebook-Kontakten philosophiert, um auch ein bisschen ein Gefühl für die Stimmung zu bekommen. Wie ist die Kommunikationskultur? Und auf die Frage, was passiert hier eigentlich, bin ich immer wieder auf folgende Punkte gestoßen. Zum einen, Finanzsysteme werden immer undurchsichtiger. Ich sage jetzt weder falsch noch richtig, denn es gibt kein falsch und kein richtig. Aber Tatsache ist, undurchsichtig. Ich lese und höre von einer Finanzkrise, ich höre von einem Euro-Rettungsschirm, von Spekulationsgeschäften. Ich höre, dass Reiche immer reicher werden, Schuldenbelastung für normale Bürger für uns immer größer. Und es genügt eine kurze Bekanntmachung, das haben wir erlebt, von einer Ratingagentur, die in Amerika sitzt. Und ganze Volkswirtschaften trudeln in eine Krise. Ich meine, wie wahnsinnig ist denn das? Und da ist die Frage, welche Zahlen stehen da eigentlich dahinter? Es sind eigentlich nur virtuelle Zahlen, Zahlen eines sekundären Spekulationsmarktes, welcher mit der realen Wirtschaft sehr wenig zu tun hat. Da geht es um Wettgeschäfte und nichts anderes. Ich bin jetzt kein Finanzprofi, aber eines kann ich erkennen. Ich kann erkennen, dass es zumindest Sinn macht und dass es wert ist, darüber nachzudenken, ob möglicherweise an diesem System etwas verbesserungswürdig ist. Und das ist die einzige Einladung, die geschickt werden soll an diese Spezialisten. Darüber nachzudenken und den Mut zu haben, ob möglicherweise eine Alternative da ist, die diesen Weg aufhält. Und da gibt es noch ein paar Zahlen dazu. Ein zweiter Punkt war, der mich immer wieder schockiert. Wir lesen, dass in unserer zivilisierten Welt, uns, wo es so gut geht, dass ein extremer Anstieg an psychischen Erkrankungen erfolgt. Psychische Erkrankungen, die nur mit Psychopharmaka jetzt irgendwo bekämpft werden können. Es gibt Länder, Australien, Kanada, das sind die Spitzenreiter, da werden von 100 erwachsenen Menschen 10 mit Psychopharmaka behandelt.
weil das dort entweder Hype ist oder es ist halt einfach so oder sie funktionieren besser, keine Ahnung. Seit Jahrzehnten ist die Zahl der Fehltage, das sind jetzt Zitate, wegen psychischer Erkrankungen deutlich angestiegen. Laut OECD-Bericht steigen die Verschreibungen von Psychopharmaka dramatisch an, von 2000 bis heute mehr als verdoppelt. Gut, haben wir gedacht, okay, nehmen wir das einmal auf, lassen wir das einmal im Raum stehen. Dann kommt ein Punkt auf mich zu, jeder redet von der Umwelt. Unsere Umwelt wird immer mehr belastet. Ich lese von einem Weltklimagipfel, von seitenlangen Protokollen und wie besorgniserregend das alles ist. Und ich stehe dem hilflos gegenüber, weil wenn man mich fragt, ja, was willst du denn tun? Na klar kann ich mit dem Radl fahren statt dem Auto. Auf der anderen Seite ist das Problem, ich muss auch Geld verdienen. Ich bin im Außendienst, ja, soll ich mit dem Radl im Außendienst fahren? Natürlich wäre es schön. Eigentlich wünsche ich mich oft zurück, 150 Jahre, und denke mir, damals waren es halt die Pferdeln. Okay, wenn 9 Milliarden Menschen Pferdeln haben, haben wir auch ein Problem. Also irgendwie ist das so ein gordischer Knoten, wo man sich die Frage stellt, ja, wie entwirrt man das? Zwischen 2000 und 2010 ist der weltweite Ausstoß an Treibhausgasen stärker als erwartet gestiegen. Ja. Gegenüber den vorhergehenden Jahrzehnten hat sich der Anstieg deutlich beschleunigt. Das liegt vor allem daran, dass immer mehr Kohle verbrannt wird, um Strom zu erzeugen. Nichts ist also besser geworden seit 2007, als der Weltklimarat IPCC seinen vorherigen Bericht vorgelegt hat. Um Strom zu erzeugen, wurde im vergangenen Jahrzehnt deutlich mehr Kohle verbrannt, viel mehr Daten, größere Gewissheit, aber immer noch die gleiche Botschaft. So, eine grundlegende Abkehr vom Weiter-so sei unbedingt erforderlich. Das ist die Empfehlung von sämtlichen Spezialisten. Und was passiert? Ich lese Artikel, wo steht, dass die deutsche Bundesregierung jetzt diesen Klimawandel oder diesen Energiewandel wieder ausbremsen wollen, dass man da jetzt wieder weggehen soll davon. Und da stelle ich mir die Frage, wie gibt's das? Aber es gibt da eine Lösung, beziehungsweise eine Vermutung von meiner Seite. So, ein weiterer Punkt ist die Schere zwischen Arm und Reich. Gut, das haben wir heute schon mal gehört, aber ich möchte nur ein paar Zahlen dazu bringen. Das World Institute of Development Economic Research hat 2000 folgende Zahlen veröffentlicht. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung besaß 40% des Weltvermögens. Die reichsten 10% besaßen 85% des Weltvermögens. Das wird im sogenannten Gini-Koeffizienten gemessen und so weiter und so fort. Aber es bedeutet, dass von 100 Personen eine Person 90% besitzt und die restlichen 99 teilen sich den restlichen Prozent. Dann gibt's allerdings, ich habe mir das ja angeschaut, weil ich wollte wissen, wie hat sich das entwickelt. Da hat es ja eine eine Weltfinanzkrise gegeben. Ist das vielleicht jetzt besser geworden? Ist da irgendwie Geldvermögen jetzt vernichtet worden? Das Tax Justice Network erstellt aus Daten der United Nations, der Weltbank und der Capgemini 2007 folgende Zahlen. Und da hat es mich umgehauen. Das ist eine offizielle Webseite, muss man ein bisschen übersetzen, aber es ist eine offizielle Webseite, wo folgende Zahl veröffentlicht wird. Etwa, und jetzt bitte hinhören, ich habe dreimal nachgerechnet, ob das stimmt. Etwa 0,001% der Weltbevölkerung, das sind ca. 100.000 Menschen, besitzen über 16,7 Billionen US-Dollar. Dann gibt es noch 0,1%, die sich weitere 28 Billionen US-Dollar aufteilen, während 99,9%, steht tatsächlich so drinnen, nur 10,3 Billionen US-Dollar besitzen. Bitte um Wiederholung der Quelle. Wie heißt die Quelle? Moment mal. Nein, die Quelle. Okay. Stück für Stück. Ja. DAX Justice Network.
haben das aus Daten von der UN, der Weltbank und Capgemini für 2007 veröffentlicht. Kann man aber in Wikipedia auch nachlesen, da sind die Quellennachweise auch drinnen, wenn man unter Geldvermögen und Geldentwicklung und so weiter liest. So, jetzt ist halt die Frage, warum ist das so? Es gibt Berichte darüber, dass es da eine Studie gibt, wo ein gewisser Joseph Edward Faccione eine Arbeit bei POLS veröffentlicht hat und sein Modell, so eine reine mathematische Berechnung, sein Modell zeigt auf einfache Weise, dass sich ohne äußere Eingriffe, wie Anwendung von Vermögensteuer, mit der Zeit das gesamte verfügbare Vermögen aufgrund unseres Zinssystems auf immer weniger Personen konzentriert. Das heißt, es geht auf Dauer einfach nur aus einem mathematischen Prinzip, so weit, dass das immer mehr reich wird reicher und ärmer wird ärmer. Ist halt so. Gut, jetzt will ich euch nicht länger, sondern am Schluss ist einfach jetzt die Sache, wir stehen ja da wegen einem Frieden und für einen Frieden hast du irgendwo gegen einen Krieg. Jetzt hast du wieder Bedrohung und die Notwendigkeit von Aufrüstung und Verteidigung ist gegeben. Und das war das Thema, warum ich eigentlich heute da jetzt noch etwas loswerden wollte, denn es bauen sich schon wieder Feindbilder auf. Es werden Feindbilder aufgebaut, es werden Schuldige gesucht. Wir beobachten das einerseits anhand von Moskau, wir beobachten das aber auch anhand von einem Papier, wo ich heute drüber gestolpert bin. Das hier ist eine Veröffentlichung. Dieses Papier nennt sich Neue Macht, neue Verantwortung. Elemente einer deutschen Außen- und Sicherheitspolitik für eine Welt im Umbruch. Das ist letztes Jahr ausgearbeitet worden von der deutschen Regierung. Und in diesem Dokument wird gleich zu Beginn klargestellt, dass Deutschland, und ich tue jetzt einfach da Deutschland zitieren, weil es ja doch eine tragende Säule der EU ist, dass Deutschland künftig öfter und entschiedener führen müsse, um seine geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen weltweit zu verfolgen. Deutsche Sicherheitspolitik könne nicht mehr anders als global konzipiert werden. Deutschlands Geschichte, seine Lage und knappe Ressourcen werden es dabei immer wieder veranlassen, konkrete strategische Ziele mit Augenmaß zu formulieren. Und das ist unglaublich, da ist mir genauso gegangen. Da ist mir zum ersten Mal übel geworden, weil man gedacht hat, oha, in was für Richtung geht das? Das Papier lässt keinen Zweifel daran, dass die herrschende Klasse unter Augenmaß versteht. Deutschland lebt als Handels- und Exportnation wie kaum ein anderes Land von der Globalisierung und brauche also die Nachfrage aus anderen Märkten sowie Zugang zu internationalen Handelswegen und Rohstoffen. Das überragende strategische Ziel müsse daher sein, Weltordnung zu erhalten, zu schützen und weiterzuentwickeln. So weit, so gut. Jetzt habe ich den Bollerwatch durchgelesen und bin über einen sehr verstörenden Absatz gestolpert. Nicht mehr. Ja, maximal. Maximal. Also, weil die friedliche Fortentwicklung der internationalen Ordnung nicht gegen, sondern nur mit den neuen Mächten möglich ist, wird Deutschland sich auf Wertvorstellungen und Interessen einlassen müssen, die deutlich von den eigenen und von denen anderer gleichgesinnter Partner abweichen. Etwa bei der Bekämpfung des Klimawandels, bei der Umsteuerung zur Nutzung erneuerbarer Energien oder bei der Aushandlung nachhaltiger Produktions- oder Konsumstandards. Steht da drinnen. Ausgearbeitet vorletztes Jahr. Also ist es eigentlich eine beschlossene Sache. Dann steht noch hier, da aber, wo Störer die internationale Ordnung in Frage stellen, wo sie internationale Grundnormen verletzen,
wo sie Herrschaftsansprüche über Gemeinschaftsräume oder die kritische Infrastruktur der Globalisierung geltend machen oder gar diese angreifen, da muss Deutschland bereit und imstande sein, zum Schutz dieser Güter, Normen und Gemeinschaftsinteressen im Rahmen völkerrechtsgemäßer kollektiver Maßnahmen auch militärische Gewalt anzuwenden oder zumindest glaubwürdig damit drohen zu können. Jetzt weißt du, warum kriegen die Mahnwachen. Das ist unglaublich. Und wenn das keine Tür ist, die aufgemacht wird für zukünftige globale Machtansprüche gemeinsam mit NATO oder wen auch immer, und wenn man dann über Verschwörungstheorien diskutiert, ganz offen, Verschwörungstheorien sind im Prinzip nichts anderes, meines Erachtens nach, wie ein sehr oppositioneller Journalismus, der ja nichts anderes macht als die Propaganda der offiziellen Seite in Frage zu stellen. Und man kann ja nur eines feststellen unterm Strich, also diese ganzen Geschichten, am liebsten hätte es mir gar nicht andern, dieses Nachlesen, weil man dreht sich im Kreis und irgendwo kotzt es dann an, diese Zahlen und bläh. Aber Tatsache ist, Macht wird immer von Mächtigen ausgeübt. Und Macht geht natürlich von Geld aus. Und je mächtiger und je komplexer unsere selbst erschaffenen Systeme werden, desto weniger Einfluss haben wir. Je größer die Konzerne werden, desto weniger blickt man durch, desto weniger Ahnung hat man, desto weniger kann man Verantwortliche entdecken und desto weniger kann man mitreden. Aber meine Frage zum Schluss ist, ist es so, dass wir wirklich weniger Einfluss haben? Ich finde, nein. Wir haben immer Einfluss. Nur ist es halt ein bisschen schwieriger, die komplexen Themen halt auch zu verstehen. Das heißt, wir müssen mehr recherchieren. Wir haben auch nur wenig Einfluss, wenn wir in kleinen Gruppen sind. Es ist fantastisch, was in den letzten 7 Wochen in die 57 Städte passiert ist. Es ist fantastisch. Aber genau genommen, 100 Personen oder 1000 Personen ist heute immer noch sehr wenig Präsenz. Und in dem Moment, wenn wir es irgendwann schaffen, dass 1000 oder 100.000 irgendwo gemeinsam an einem Strang ziehen, dann haben wir einen Einfluss. Denn unterm Strich sind die Systeme ja nichts anderes als wir. Wir arbeiten in den Konzernen. Wir konsumieren die Produkte. Wir zahlen unsere Spareinlagen ein in die Banken. Wir verwenden die Kreditkarten und die Geldkarten von den Banken. Das heißt, wir sind diejenigen, die das System überhaupt am Leben erhalten. Und in dem Moment, wenn dieses System kundenorientiert ist, in dem Moment, wenn wir einfach das System in der Art und Weise, wie wir es jetzt leben, mit beeinflussen, sehe ich durchaus auch eine Chance, dass man da auf einem friedvollen, normalen Wege auch etwas bewegen kann. Und die Gefahr ist einfach groß, dass man Feindbilder aufbauen lässt. Und bei diesen Feindbildern möchte ich nur einen Appell stellen. Wir dürfen, beziehungsweise ich darf, meine Verantwortung nicht mehr abgeben. Ich muss mehr Präsenz zeigen. Wir dürfen uns nicht rausnehmen aus dem System, indem wir auf das System zeigen und sagen, das System ist schlecht, sondern wir sind das System. Diese ganzen Kriege, Ausbeutungen und Missstände sind nur ein Resultat unseres Systems. Aber das Zinssystem ist nicht Gott gegeben. Ist absolut richtig, absolut richtig, absolut richtig. Und Einzelne im System treffen Fehlentscheidungen, die man kollektiv ja auch wieder ändern kann. Wer sagt denn das? Das passt ja eh. Ich habe den Eindruck, wir sind für ein friedliches Miteinander. Wir wollen mit der Präsenz auf der Mahnwache zeigen, dass eine große Masse für ein friedliches Miteinander ist.
Aber wir können nicht für ein friedliches Miteinander sein und trotzdem zulassen, dass einfach das Weltvermögen immer ungleicher verteilt wird. Wir können nicht für ein friedliches Miteinander sein und zulassen, dass öffentliche Medien immer wieder mit gezielter Propaganda uns spalten. Aber Tatsache ist, wir lassen uns spalten. Einfach ganz genau, ganz genau. Also uns ganz einfach nicht spalten. Wir können natürlich auch nicht für ein friedliches Miteinander sein und dann tatenlos auf der Wohnzimmercouch zuschauen, wie neue Kriege angezettelt werden. Und das ist der abschließende Tenor dieser Ost-West-Konflikt, der da angezettelt wird, dieser Krieg, der direkt vor unserer Haustür entstehen könnte. Ich glaube, das könnte so ein Wachrütteln sein für uns alle. Für mich ist es das auf alle Fälle, dass wir mehr und mehr und mehr werden. Und wir fahren nächste Woche auch nach Linz. Wir kommen von Krems da her nach Wien und fahren wieder zurück. Und wir fahren nach Linz und fahren dorthin. Und einfach nur um Gesicht und um Präsenz zu zeigen. Und wenn da 13.000 Menschen eingeladen werden zu so einer Mahnwache und es kommen nur 400, ja, dann liegt es einfach an uns, aufzurütteln, aufzuwachen. Also, super, ich finde es toll, dass man so lange zugehört habt, mit beiden auch her. Danke. Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher.